Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD Devisenradar am Montag, 13. Juli, und es geht schon wieder eifrig zur Sache. Die Märkte bejubeln hier eine mögliche Einigung und wir wollen uns hierbei speziell dem Euro gegenüber dem japanischen Yen widmen. Alle Yen-Pairs hier in der Beschau der Top 15 stehen hier ganz vorne in Reih und Glied in Sachen Performance. Sie sehen es: Australdollar, Euro, British Pfund, US-Dollar und auch der Schweizer Franken gegenüber dem japanischen Yen ganz klar vorne dabei. Das heißt, hier das Risikokapital geht wieder in die anderen Länderregionen. Der japanische Yen und auch der US-Dollar hier als sicherer Hafen sind jetzt aktuell in dieser Sekunde, in diesen Minuten nicht so gefragt. Und was macht aber der Euro gegenüber dem japanischen Yen mit seiner gegenwärtigen Situation, rein charttechnisch betrachtet? Gut, schauen wir mal drauf. Wir hatten in der letzten Woche in der freien Godmore Trader Startseitenbox eine eher bärische Tendenz gezeichnet vom Euro gegenüber dem japanischen Yen. Das war auch soweit legitim. Hier haben wir eine ältere Einschätzung hier beim oder vom letzten Devisenradar. Und in der Tat sollte es eigentlich hier unterhalb dieses kurzfristigen Abwärtstrends im Zuge des Unterschreitens hier der Marke von 137 Yen weiter abwärts gehen. Das tat es zunächst auch, aber in der vergangenen Woche hat sich der Preis hier tatsächlich stabilisiert um 133,50 Yen. Das ist übrigens jetzt ein Level, wenn wir hier rüber schauen, auf horizontaler Ebene gesehen, ein Bereich, der immer wieder auch für Nachfrage sorgte. Insofern, für den Fall, dass es nochmal Rücksetzer gibt, eine Zone, die man definitiv im Auge haben sollte, denn hier bietet sich ein Support. Aber was viel wichtiger ist, aktuell ziehen wir hier über diese Widerstandszone knapp unter 137 Yen wieder raus. Die heutige Tageskerze sehr, sehr dynamisch. Wir überwinden also jetzt de facto bislang hier mit dem Wochenauftakt einen Widerstandsbereich. Der Euro gegenüber dem japanischen Yen allerdings, und das sehen Sie auch an der Größe dieser Handelskerze, schon 166 Pips gelaufen. Das ist anständig, das ist ordentlich und zeigt natürlich, dass wir hier rein range-technisch jetzt nicht mehr die große Welt vor uns haben, denn im Schnitt bewegt sich das Paar zwischen, ja, 150, 200 Pips, grob gesagt. Die Volatilität ist unlängst sehr hoch gewesen, aber mit Blick auf die letzten 14 Tage haben wir es hier mit knapp 200 Pips zu tun. Das heißt, hier summa summarum keine 50 Pips mehr Potenzial. Also es ist schon ein Stück weit riskant. Zudem hier jetzt auf dieser Oberseite nur für den heutigen Intraday-Verlauf auch schon direkt eine kleine Widerstandszone wartet hier um 138,10. Dieses Level scheint hier kurzfristig erreichbar und wenn es dort einen Anschlag gibt, dann wäre es charttechnische Glanzleistung, wenn der Markt hier einen kleinen Pullback an das Ausbruchslevel vollzieht, vielleicht nicht ganz so tief, aber in Richtung 137, um dann hier nochmal einen Schwung nach oben zu nehmen und hier nochmal letztlich das letzte Verlaufshoch bei 141,05 Yen anzusteuern. Das wäre definitiv eine schöne Möglichkeit, hier diesen aktuellen Ausbruch zu handeln. Man kann natürlich nicht ausschließen, dass im Zuge der weiteren Griechenland-Entspannung es hier einen direkten weiteren Anstieg nach oben gibt und der Euro gegenüber dem japanischen Yen praktisch direkt nach oben durchzieht. Diese Chance bzw. Möglichkeit kann man nicht ausschließen, aber aktuell ein kleiner Pullback, rein technisch gesehen hier wesentlich interessanter, um dann hier praktisch einen noch charttechnisch bestätigteren Ausbruch zu vollziehen. Gut, Plan B wäre es, wenn wir wieder unter 137 absacken, insbesondere hier unter das Tief der Kerze vom Sonntag. Das ist hier diese, die doch schon recht groß ist für eine Sonntagskerze, aber andererseits auch hier speziell das Niveau ein Stück weit runtergehen, EMA 100, 135, 65. Also hier wird es ein Stück weit kritisch werden. Wenn wir hier unter 135, 50 rund gehen, dann ist das Risiko sicherlich auf der Südseite gegeben, sodass das Währungspaar dann nochmals die Unterstützung hier bei 133, 50 grob antesten dürfte. Also, das wären mal hier die groben Tendenzen für den Euro gegenüber dem japanischen Yen für die laufende Handelswoche. Sieht also bullisch aus, sofern es hier kein weiteres Störfeuer gibt. Wir haben auch hier von der Saisonalität eine Unterstützung in die laufende Handelswoche rein. Das sieht hier auch rein saisonal betrachtet sehr, sehr gut für die kommenden 20 Tage aus. Also insofern ist sicherlich dieser Ausbruch hier ein Stück weit untermauert durch Rückenwind seitens der Saisonalität und es könnte, Schrägstrich kann, hier natürlich dann jetzt durchaus weitere Zugewinne geben. Das ist hier jetzt technisch sehr gut ableitbar und auch natürlich hier unter der saisonalen Brille sehr schön zu sehen. Schauen wir noch mal kurz in den Intraday-Chart. Da sagte ich ja, wir sind schon recht weit gelaufen. Dazu ziehen wir mal den MetaTrader direkt in das Chartfenster. Hier sehen wir die Asia Range des heutigen Morgens, hier die
schwächere Eröffnung, dann die Erholung und seitdem ging es eben hier um 166 Pips nach oben. Wir sind recht stark, recht bullisch. Wir haben das Vortageshoch vom Freitag, das Vorwochenhoch hier dynamisch überwunden und jetzt hier der Bereich von 137, 30 ist sogar schon hier das Level der Level, die man hier kurzfristig gesagt als Pullback-Zone anziehen könnte. Aber natürlich wird der Preis nicht exakt dort Halt machen, sondern Dips drunter vollziehen und dann wären wir im Prinzip hier genau in der Zone 137. Das wäre ein vortreffliches Level, um hier sozusagen einen Pullback zu feiern, der dann hier im Sinne der Average True Range Preis Hochs im Niveau um das Niveau herum von 138,13 etwa in Aussicht zu stellen. Also das wäre hier definitiv heute im Sinne der 200 Pip Range das mögliche Potenzial, was wir hier nach oben haben, wenn wir hier vom Opening das Ganze nach oben abtragen. Hier 138,13 wären möglich und vom aktuellen Niveau ausgehend sind das natürlich hier noch einige Pips, die wir hier abfassen könnten, sofern der Preis sich hier dann im Bereich 137 findet. Dann von diesem Niveau ausgehend sprechen wir dann sogar über knapp 115 Pips nach oben, die Potenzial liefern, die Potenzial in Aussicht stellen. Und insofern hat der Euro gegenüber dem japanischen Yen hier durchaus noch Ambitionen, weitere Zugewinne zu erzeugen. Das Ganze wird auch ein Stück weit gestützt durch die Wochentagsstatistik. Sie sehen es, wir haben eigentlich, und das ist sehr, sehr interessant, hier nur den Donnerstag als sehr schwachen Tag im Wochenvolatilitätsstärkeüberblick sozusagen. Und 54% positiver Schlusspreise spricht doch schon für eine stärkere Performance heute. Dienstag eher mau, eine Pattsituation, Mittwoch wieder stark, Donnerstag, wie schon angesprochen, eher schwach. Und hier der Freitag mit 53%. Naja, auch positiv, aber nicht ganz so wie eben insbesondere Mittwoch und auch hier leicht marginal besser der Montag. Also heute, wenn es hier, wie gesagt, rein technisch zu einem Pullback kommt, sehr, sehr interessant. Wenn es zu tief führt, das Ganze, muss man aufpassen, was dann eben hier passiert auf der Südseite. Wenn es eben zu deutlich unter 137 Yen zurückgeht, dann kann es hier gerade Pivot Point im Auge halten, speziell bei 136,15 rund drunter, doch noch ein Stück weit schneller gen Süden gehen. Aber aktuell sind hier natürlich ganz klar die Bullen im Vorteil und wollen doch mal sehen, ob dies so bleibt. Gut, liebe Zuschauer, dann wären wir auch schon durch für den jetzigen Devisenradar, für die heutige Beschau Euro-Yen. Definitiv interessant und mit Blick auf die Woche, wie vorhin im Tagesschau zu sehen, ergibt sich hier durchaus noch weiteres Potenzial, was sich hier eröffnen könnte. In diesem Zusammenhang wünsche ich Ihnen erstmal ein glückliches Händchen für die laufende Handelswoche. Viel Erfolg bei allem, was Sie angehen. Ihr Christian Kämmerer und tschüss.